Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, beim letzten Mal hier stehen geblieben, haben wir die Kohle das Eisen übersehen. Und wir sind immer noch auf der Suche nach Diamanten hier in dieser Höhle. Hatten hier schon mal ein bisschen ausgeleuchtet. Hier tropft immer noch ein bisschen Lava von der Decke. Ach ja, wir haben ja noch nicht alles ausgeleuchtet. Das war ja das große Problem, was wir hier hatten. Da schaue ich mal lieber nicht durch, weil dann haben wir Lava auf dem Kopf. Smaragde auf jeden Fall noch gefunden. Viele Smaragde, aber ich würde viel lieber mehr Diamanten finden, ganz ehrlich. Aber okay. Ja, leider nur unsere Diamantspitzhacke dabei mit Behutsamkeit und allem. Kram. Jetzt da runter. Na gut, hier kommt sowieso nichts hoch. Das soll uns erstmal nicht stören. Wichtig ist jetzt erstmal die Smaragde mitnehmen. Yeah. Ist da vielleicht noch mehr drumherum? Oder tauchen die immer nur einzeln auf? Die tauchen anscheinend immer nur einzeln auf. Okay. Egal. So, wir gucken jetzt mal, dass wir hier irgendwie runterkommen. Von wo kamen wir denn überhaupt? Von hier, ne? Ich markiere mir das nochmal kurz. So. Von da kamen wir und wir wollen hier runter. Und das machen wir am besten, indem wir uns hier irgendwo einen Gang graben. Wahlweise einen Gang, der runter geht. Aha. So sieht das schon eher nach einem Schuh aus. So. Alles klar. Jetzt aufpassen. Nicht, dass wir zu tief runtergraben oder noch gar unter uns den Boden weggraben. Weil hier unten ist ja bekanntlich Lava. Und Lava, habe ich mal gehört, soll etwas schädlich sein. Für den Teng. Für die Gesichtsfarbe. Wird dann so rötlich. Ist überhaupt nicht schön. Und da sind Diamanten. Und wir haben noch einen Eimer Wasser dabei. Haben wir. Alles easy. So, leuchten wir schon mal aus. Nur der Sicherheit halber. So. So. Und hier auch nochmal. Ah, jawohl. Diamanten. Diamanten. Ah, da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn da die Kohle ist. Da müssen wir jetzt echt gucken, wie wir das machen. Erstmal die Diamanten freischaufeln. Und dann muss ich die Diamanten ja noch abbauen können. Sprich, ich brauche noch eine Spitzhacke. Eine normale. Ah, da geht's nämlich schon los. Also gucken wir mal, dass wir hier ein Obsidian rauskloppen. So. Ist das jetzt? Da ist eine Lücke? Ja. Vielleicht holen wir noch ein Obsidian weg. Haben wir auch gleich ein bisschen Obsidian. So. Dann nehmen wir das Wasser wieder mit. Jetzt haben wir hier nämlich das unterhüllt. Ich kann es ja auch nochmal zeigen. Da. Hui. Schön. Weil das Obsidian ist immer so dunkel. Das ist Wahnsinn. So, eine Werkbank, die ist lustig, eine Werkbank, die ist schön. Lasst uns doch eine Werkbank hier hinstellen. Und eine Fackel drüber, damit man sieht, was wir da machen. So, das bedeutet wieder einmal Stöcker. Einmal Stöcker und eine Spitzhacke. Ich kann gleich hier bleiben.
Na dann, viele, viele Diamanten. Freude, Freude, Freude. Auf der Spitzhacke haben wir nur Behutsamkeit, ne? Ja. Also nichts von wegen Glück, dass wir noch mehr Diamanten rauskriegen. Dem ist nicht so. Sehr schön. Wir haben alles mitgenommen, was wir brauchten. Ich würde sagen, Ziel erreicht. Wir haben 5 Diamanten. 5 Diamanten. Und sogar noch ein bisschen Smaragd und Obsidian und eine Enderperle. Wir haben so viel tolles Zeug. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hier raus. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben und alles wieder verlieren. Das wäre super schön. Ich werde mal noch sicherheitshalber hier so einen Querbalken hinsetzen, der mir sagt, hier, Kollege, da unten ist Lava. Achtung. So. Hier hoch, hier an der Seite vorbei. Und hier sehe ich schon den Ausgang zur Mine. Haben uns wieder ein Stückchen nach unten gekramt, du. Holla, die Waldfee. Zack. Na, wir haben es gleich bis zur Treppe geschafft. Treppe, juhu, ab jetzt nur noch laufen. 31 Level. Ich würde sagen, 5 Diamanten, das ist auf jeden Fall eine Spitzhacke. Und ein Diamantschwert. Eine Spitzhacke und ein Diamantschwert. Erstmal die Spitzhacke verzaubern und gucken, was bei rauskommt. Wenn Glück drauf ist, können wir auf jeden Fall in Zukunft öfter auf Diamantenjagd gehen. Weil dann können wir noch mehr rausholen aus den Spitzhacken. Das wäre natürlich richtig Sahne. Wir gucken gleich mal. Hier unser schöner Verzauberungstempel. Gut, so schön ist er jetzt auch noch nicht. Aber funktionell. Vorher bringe ich aber, stelle ich gerade fest, weil unser Inventar sowas von knackevoll ist. Vorher bringe ich erstmal den ganzen Kram hier ins Lagerhaus. Wozu haben wir es denn? Totunk. Totunk. Einmal Kohle. Viel, die wir nicht brauchen. Dankeschön. Einmal Stein. Viel zu viel, den wir nicht brauchen. So, das ist fast die ganze Reihe voll. Fast die ganze Reihe voll mit Steinen. Die Kohle kommt dann hier auch mit rein. Ich würde sagen, die letzte Reihe können wir so mit der Kohle voll klatschen. Die Wertvollkiste, die Wertvollkiste. Dann packen wir hier nämlich die Smaragde so rein. Und dann verlagern wir das auch alles eine. Nur 2 Etagen. Kommt das Gold hier hin. Golderz dahin. So, Diamanten, die behalten wir gleich an der Tasche, weil die brauchen wir. Das Obsidian kann hier auch noch mit rein. Genauso wie die Enderperle. Das geht auf jeden Fall klar. Stöcker. Wir brauchen wieder Holz. Holzkiste. So, 10 Holz sollten reichen. Dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat. Check. Ja, jetzt brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr machen um Stöcker. Jetzt haben wir wieder genug. Und wir bauen erstmal eine Diamantspitzhacke. Und dann bauen wir auch gleich das Diamantschwert, bevor wir das für irgendwas anderes ausgeben. So. Wo ist die Hacke hin? Ach, da. Wo ist die Müllkiste? War das hier die Müllkiste? Ja. Da schmeißen wir jetzt erstmal alles so rein, was wir nicht brauchen. Und in die Armory-Kiste packen wir das Diamantschwert rein, bis wir es verzaubern können. Vorher geben wir uns erstmal mit den Eisenschwertern zufrieden. Ich jetzt übrigens auch bloß das hier brauche und nicht das Gute. Die Spitzhacke kann dahin. Sehr gut. Geben wir Verzaubern. Erstmal an der Tür hängen bleiben. Das ist natürlich auch schön, aber jetzt müssen wir erstmal verzaubern gehen. Die 30 Level, nachher passiert noch irgendwas. Wir kippen tot um und dann sehen wir doof aus. Ich meine, wir sehen auch so doof aus. Also ich vor allem. Aber, so, Steaks. Dankeschön. Gib mir was Cooles. Eine coole Verzauberung. Ululululu. Glück 2. Eine Glücksspitzhacke. Yay. Sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Da können wir richtig glücklich sein. Weil, ne, Glück. Komm, das eine Level. Kann ich das eine Level noch verzaubern? Ich weiß es gar nicht. Nein. Nein. 8, 5, 7, 9, 5. Irgendwie geht 5 nur am wenig. Okay, dann lassen wir das. Dann verzaubern wir jetzt das eine Level nicht, sondern lassen es einfach. Moment, da fällt mir aber was ein. Wir haben jetzt diese Glücksspitzhacke, die ziemlich cool ist. Der Esel steht da in der Luft. Das ist auch cool. Oh, hier haben wir sogar noch einen Diamanten.
Und Sattel und alles. Was wir nicht alles haben. Was wir nicht alles da haben. Hä? Ist voll interessant. Nehmen wir auch noch ein bisschen davon. Ich weiß, du juckt es in den Pfötchen, dass du mir mein Fleisch kriegst, aber das ist meins. Tut mir leid. Hundi. So. Zurückgeschlagen euch. Plupp. Hallo. Die Diamanten. Diamanten. Sattel. Pferderüstung. Anderer Scheiß. Nein, ich habe nicht Scheiß gesagt. Ja, vielleicht ein bisschen. So. Steintruhe war dir. Dann kamen hier die halben Platten rein. Genauso wie die ganzen. Der Quark. Goldene Karotten. Goldene Karotten. Oh Gott. Ja, die tun wir hier mit rein, oder? So hinten. Ja, da liegen sie ganz gut. Kohle. Und die Hälfte kann man da auch noch mit reinschmeißen. Ach, guck mal, wie viel schön Kohle wir haben. Das ist doch klasse. Und die Knochen. Da werde ich mal nur die Hälfte hier reintun. In die Kiste. Denn mit der anderen Hälfte habe ich etwas vor, was ich schon längst vorhatte. Und es wird dunkel. Das bedeutet, wir gehen erstmal schlafen. Und dann machen wir das mit der, mit dem... Schlafen. Sieht aus wie ein Gesicht. So dieses, hier diese Konstruktion. Ups. Ah, jetzt stehen wir auf dem Bett oben drauf. Ich stehe auf meinem Bett. Spring, spring. So. Nee, was habe ich mit dem Knochenmehl vor? Oh, mit dem Knochenmehl habe ich ganz fiese Sachen vor. Ich gucke nämlich, dass ich... Bam, Blümchen. Bam. Gras. Okay. Hätte ich mir jetzt irgendwie cooler vorgestellt, dass da irgendwie voll das coole Zeug rauskommt. So, also so bunte Blümchen. Aber es kommt nur Gras bei raus. Ist jetzt nicht so... Naja, egal. Plopp. Buntes Blümchen. Plopp. Und plopp. Gras. Auch okay. Meine Güte, wir haben es ja. So. Plopp. 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 Und da haben wir uns nicht mehr. Ja, einfach so ein bisschen das Ganze hübschiger machen. Ich weiß es nicht. Ich bin selbst noch nicht ganz davon überzeugt. Vielleicht kann man da auch sowas wie Hecken hinbauen. Aus den... Vielleicht aus diesen Blättern so. So ein paar Hecken. Zum Verstecken. Hehe. Versteckhecken. Ach, da fällt mir noch was ein, was wir noch machen wollten. Was jetzt auch noch wunderbar in die Folge reinpasst, weil wir auch gerade hier noch in der Nähe sind. Ich denke mal, die 5 Minuten werden wir noch haben. Wir haben leicht überzogen. Ja, doch, das passt. Das bedeutet, zack, 2 davon müsste erstmal reichen. Und dann gucken wir mal, was diese Straße hier sagt. Ja, die gibt es ja nämlich auch noch. Diesen Weg hier nach oben, den haben wir auch noch nie fertig gebaut. Neffa, effa. So. Da wollte man nämlich auch noch im großen Stil, zack, zack. Check. So. Im ganz, ganz großen Stil. Wie machen wir das jetzt? So? Und dann bleibt jeder zweite. Nee, das sieht doof aus. Machen wir es lieber doppelt gemoppelt. So. Wir haben es doch, komm. Was soll denn der Geiz? Ach so. Ach so. Machen wir es einfach so. Nee, so. Rip, rip, rip. Rip, 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 rip. Sieht aber auch irgendwie komisch aus, oder?
Das ist jetzt nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe. So machen wir es halt so. Muss das hier aber auch raus? So. Weil ich will ja hier einen hübschen Treppenaufgang haben. So. Immer so Zweier. Dann müsste das hier aber auch. Ach, nö. Ja, dann ist das ja genau falsch gebaut hier. Nee. Moment. Halbe? Ganze. Ach so. So. Passt das aber auch nicht. Hä? Was habe ich hier gemacht? Ah, alles klar. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. So. Halbe. Ganze. Das sammeln wir alles später ein. Halbe. Ganze. Brauchen wir auch nicht doppelt machen. Das reicht ja auch einfach. So, genau. Halbe. Ganze. Und dann müssen wir hier hinten nämlich noch das alles verbinden. Dann kommt hier nämlich noch der. 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 Und der. Und wir haben keine. Doch, wir haben noch. Dicke haben wir noch. So. So. So und so. Dip. Also hoch müssen wir ja gar nicht. Ja, gut, eigentlich reicht das ja schon, oder? Eigentlich ja. Dann haben wir immer noch hier eine Bahn in der Mitte frei. Ne, sogar zwei. Nein, eine Bahn. Pass auf, die bauen wir jetzt gleich mal hier so zusammen. Tschück, 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 zack. Wieso nur sechs? Ach, da ist der Rest. Okay. Tück, tück, tück. Tück, 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 tück. So, dann müsste der hier ja hier so. Zack, 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 zack. Nein, da war ich wieder zu voreilig. Zack, zack, zack. So. Huch. Ah, hier liegt ja auch noch ganz viel rum. Ah, alles einsammeln. Oh. Dann der. Dann der. Dann hier mal zwei, oder was? Also wäre das dann hier auch schon falsch? Zwei, zwei, zwei. Zwei. Ja. So. Ja, da ist es ja eigentlich egal. Nee, ist es nicht. Denn hier kommt der hier rein. Der kommt dann hier so drumrum. So. 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 Einfach hübsch machen. Alles. Alles hübsch machen. Haben wir hier so eine schöne Wand. Aber das sieht doch schon eher nach was aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon. So. Dann ist das hier wieder der zweite. Kommen hier wieder zwei, dass das immer so eine Ecke ergibt. So eine hier 1, 2, 3er Ecke. So. 2, 3er Ecke. Dann kommt der hier noch weg. Höp. Ist auch eine 1, 2, 3er Ecke. Und das muss ja dann auch weg. Da und da. Was machen wir hier mit? Das kommt auch weg. Machen wir mal. Moment. Machen wir anders. So, so. 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 Uff,
Was habe ich hier vor? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es selber nicht, genau. Wir gucken mal kurz hoch. Ob wir das von da aus besser ausmachen können, was wir hier vorhaben. So. Nein. 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 Achso, weil das jetzt nur halb ist, ne? Ah ja. Erklärt, warum das nicht funktioniert. Erklärt. So. Dann wieder Zweier. Dann gucken wir wieder hoch. Essen kurz noch was. Und setzen hier einfach so ein Dach drüber. Ist mal was anderes. Warum nicht? Ich find's lustig. Sieht interessant aus. So, dann haben wir den hier weg, weil das wird dann auch alles Stein. So. Ein bisschen haben wir noch. Ein kleines bisschen haben wir noch. Aber nicht mehr viel. Zack. Zack ab. Einfach damit das seine Richtigkeit hat. Und sieht schon eher nach einem besseren Treppenaufgang aus. Und wir haben die Folge aber sowas von überzogen. Aber das wollte ich jetzt noch einfach gemacht haben. So, und ich würde sagen, ich renne jetzt noch schnell hier nach Hause. In ein Häuschen, da wo ein Bettchen steht, weil wir sind das hier, weil das näher ist. Zack. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und beende die Folge, auch wenn es ja noch nicht Nacht ist. Bis dahin, haut's rein. Ciao, ciao.